Hallo und herzlich willkommen zu In Bindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir helfen dir, das Herz deines Kindes zu verstehen, Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen. Wir sind vier Mütter, Pädagoginnen und Christinnen und wir freuen uns, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir sind heute zu dritt hier, Julia Wanicek, Junita Horch und ich, Anna Born. Und heute geht es um das Thema, wie zeigt sich elterliche Liebe? Was sind unsere inneren Antreiber? Wir befinden uns gerade in den Basics der BO-Elternschaft, bindungsorientierten Elternschaft. Die letzten beiden Folgen haben wir über das Ziel der Erziehung gesprochen und über die Superkraft der Bindung. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, denn hinter unseren elterlichen Handlungen stecken neben dem Gefühl der Liebe noch ganz andere. Das herauszufinden kann unheimlich befreiend sein. Ich fange mal an mit einer Geschichte. Stellt euch vor, die Familie ist im Urlaub und auf dem Gelände vom Ferienhaus gibt es auch einen Teich. Dieser Teich hat aber keinen Zaun. Ja, super. Ja, perfekt, würde ich wenn man mit buchen. Kindern Urlaub macht. Ja. So, um jetzt zu verhindern, dass das Kind zu nah an den Teich geht und eventuell hineinfällt, sagt die Mutter zu dem Kind, pass auf, geh nicht zu nah an den Teich. Wenn du zu nah rangehst, kommt das Ungeheuer, was in dem Teich wohnt, und holt dich. 100% effektiv. 100%. Auf jeden Fall. Es geht aber so weit, dass das Kind eine Angst entwickelt vor allen Gewässern und sich fürchtet. Es scheint so, dass das Ziel der Mutter erreicht wurde, doch um welchen Preis? Ja, wir haben in der Elternschaft viele Ziele und wir lieben unsere Kinder. Die Frage ist halt, welche Mittel führen zu welchem Ziel? Ja, ich habe da einen Bibelvers, der für mich sehr wegweisend war. Der steht in 1. Johannes 4, 18. Da heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich also fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe. Und irgendwann mal ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, Furcht ist nicht in der Liebe, die Liebe treibt Furcht aus. Da dachte ich mir, warte mal, aber wie oft arbeite ich mit Furcht bei meinem Kind, also mit Angst? Und wie oft ist Angst mein Antreiber oder auch bei Gott mein Antreiber? Ja, und ich finde das total spannend, heute genau das aufzubröseln, wie differenziere ich, was ist wirklich Liebe, was ist wirklich Angst? Denn ich glaube, dass hinter Liebe häufig Angst versteckt ist und uns zu Handlungen antreibt, die so, ja, nicht die Früchte hervorbringen oder die Ergebnisse, die wir uns eigentlich wünschen. Ja. Also viele Nebeneffekte haben, genau, die wir eigentlich überhaupt nicht wollen. Die Frage ist, heiligt der Zweck die Mittel? Ja, auf jeden Fall. Genau, und wir machen jetzt mal zwei Beispiele. Ich fange mit einem an und wir bröseln diese zwei Situationen nachher so ein bisschen auf, um einfach mal einen neuen Blick zu entwickeln, weil ich fand das für mich mega. Ja, mach. Bei mir selber zu gucken, was ist da häufig dahinter. Okay, Beispiel Nummer eins. Dreijähriges Kind wird vollkommen wütend, schreit, haut, benimmt sich einfach unmöglich und die Mutter denkt sich, boah, so viel Wut, so viel ungezogenes Verhalten geht gar nicht, nimmt das Kind, bringt es in sein Zimmer, Tür zu, Kind darf erst rauskommen, wenn es wieder sich beruhigt hat und wieder sozusagen lieb ist und artig. Die Mutter möchte gerne, dass das Kind einen guten Wutumgang lernt und deshalb macht sie das ja. Also es ist wirklich ein liebevoller Akt im Verständnis der Mutter, weil sie dem Kind ja was Gutes möchte. Jetzt lass uns mal schauen, was passiert denn, wenn wir mal tiefer schauen, was passiert eventuell bei der Mutter tatsächlich? Ja, also ich denke, was schon dahinter steht und was wir auch gleich sehen, ist diese Angst, oh weh, das Kind führt sich jetzt so auf, das muss ich sofort unterbinden, das muss ja lernen, sich gut in seinem sozialen Umfeld richtig zu benehmen. Also wenn sie jetzt nicht hart durchgreift, so nach dem Motto, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, das muss man gleich in die richtigen Bahnen lenken und gleich schauen, dass die Wut
dass das Kind weiß, dass das gar nicht geht, dieses Verhalten. Ja, es ist gesellschaftlich ja auch gar nicht so anerkannt, dass man Gefühle so lautstark äußert. Aber Kinder haben noch dieses natürliche Bedürfnis, ihre Gefühle auszudrücken. Und ihnen ist dann auch egal, ob... Aber da kommen wir zum nächsten Punkt, was bei der Mutter ist, dass sie wahrscheinlich, also so geht es mir oder ging es mir, als meine Kinder in diesem starken Wutalter waren, dass ich mir gedacht habe, so wie du dich jetzt aufführst, das hätte ich mir niemals erlaubt. Und das macht ja was mit dir. Genau. Weil dieser Gedanke, das hätte ich mir niemals erlaubt, das löst in uns nochmal Wut aus. Und ich glaube, in uns wird die Wut kommt wieder hoch, die wir als Kind hatten, aber einfach geschluckt haben und unterdrückt haben. Und unverarbeitete Wut verschwindet ja nicht einfach. Und die kommt manchmal dann auch in Wutsituation des Kindes wieder. Ja, und auch diese Glaubenssätze. Also Kinder müssen respektvoll sein. Das Kind zeigt keinen Respekt, geht gar nicht. Respekt, wichtiges Thema auch. Ja, und eben, was dann dahinter ist, Kinder müssen respektvoll sein. Da fehlt ja der Blick fürs Kind. Mhm. Für was macht das Kind denn gerade so wütend? Was steckt hinter Wut? Was für eine Enttäuschung ist hinter dieser Wut? Dass dieses Verständnis und sozusagen die Empathie für das Kind in der Situation noch fehlt. Ich denke, man fühlt sich auch ohnmächtig, also hilflos. Absolut. Also es soll aufhören, es soll aufhören, es soll einfach aufhören. Was mache ich jetzt? Und dann greift man auf das zurück, was man meistens selbst erlebt hat oder halt kennt. Und es ist vollkommen überfordert. Ja, und das habe ich selber häufig erlebt, dass gerade in den Situationen, wo du selber überfordert bist, hilflos, dass du dann Sachen machst, die du eigentlich gar nicht tun möchtest. Sachen, wo du einfach merkst, boah, mein Kind... tut es gerade weh und mir als Mama tut es weh, aber ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Ja, ich muss es machen. Wir müssen jetzt durch. Ja. Weil die Alternativen fehlen. Genau. Ne? Mhm. Lass uns mal gucken, was beim Kind passiert, weil die Mutter will ja, dass das Kind einen Wutumgang lernt und deshalb greift sie zu dieser Methode beispielsweise. Ja. Aber was passiert mit dem Kind, wenn es hinter der Tür weint, schreit, wütet und irgendwann wieder beruhigt nach Hause rauskommt? Ja, das Kind kann sich in dem Moment alleingelassen fühlen. Es muss alleine in ein Zimmer, da findet eine Trennung statt. Eine räumliche, aber dann auch eine emotionale, weil das Kind liest unsere Mimik, es liest, es hört unsere Worte und das tut weh. Und da passiert eine Trennung. Ich kann mich selber erinnern, dass ich so eine starke Bitterkeit als Kind gespürt habe, auch eine Wut und dass ich es unfair fand, weil das Kind gerade etwas anderes braucht. Das Kind gerade ist selber hilflos und braucht eigentlich Koregulation von dem Erwachsenen. Und dieses Gefühl des Alleinseins, ich muss das jetzt mit mir alleine ausmachen, keiner ist für mich da, das ist auch so ein Glaubenssatz, der uns auch später als Erwachsene noch ganz schön prägen kann. Ja, und das Kind lernt halt einfach, Wut an sich ist böse und schlecht. Und damit bin ich schlecht, wenn ich die Wut zeige und ich muss sie unterdrücken. Also ich muss es vermeiden, Wut zu zeigen. Mit meiner Wut bin ich nicht erwünscht. Ja, und somit lernt das Kind ja auch, Wut zu unterdrücken und nicht zu verarbeiten. Und das war ja eigentlich der Ursprungswunsch der Mutter in diesem Beispiel. Ein Kind soll lernen, mit seiner Wut gut umzugehen, aber das hat das Kind nicht gelernt, weil das Kind nur gelernt hat, Wut ist nicht erwünscht. Wut ist böse, ich bin böse, Wut darf hier nicht sein, also unterdrücke ich meine Wut und drücke sie am besten gar nicht aus, weil ich dann die Bindung habe zu meiner Mama und dann ist es einfacher miteinander. Also, obwohl die Liebe da ist, ne, absolut, und nur das Beste gewünscht ist, ist er trotzdem diese Angst und das Ziel, was ja super ist, ne, da mit Wut umgehen zu lernen, wurde letztendlich dann nicht erreicht. Genau, wir gehen auch darauf nochmal ein in einer der nächsten Folgen, wenn wir über Emotionen, also Gefühle sprechen. Genau. Bevor wir zum zweiten Beispiel kommen, wenn du unseren Newsletter noch nicht abonniert hast, dann tu das doch gerne. Mhm. Zum Beispiel auf unserer Homepage, aber wir verlinken dir die Anmeldung zum Newsletter auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Beispiel 2. Das Kind schläft in seinem eigenen Zimmer. Aber als das Kind in die Schule kommt, mit Schulbeginn, wacht es wieder öfters nachts auf und geht zu den Eltern ins Bett. Will bei ihnen schlafen. Die Eltern schicken es immer zurück. Warum? Was denken sich die Eltern? Ja, sie denken sich, dass das Kind immer im Bett schlafen wird und dass es nie lernt, selbstständig zu schlafen oder eigenständig zu werden.
Das ist ja wieder die Angst dahinter. Boah, wenn ich es einmal zulasse, boah, dann öffne ich ein Fass, ich will das gar nicht, ich will das gar nicht. Und somit diese Angst, die hemmt dann, sagt, boah, nee, machen wir nicht. Und somit wird das Kind letztendlich weggeschickt. Und was auch sein kann, das sind ja viele, viele Faktoren, wir greifen nur ein paar beispielhaft raus. Mhm. Das ist auch so eine Genervtheit von, boah, ich will jetzt mal meine Ruhe haben. Vielleicht war das Kind den ganzen Tag schon sehr anhänglich, weil diese Umstellung auf Schule mega krass für Kinder ist. Auf jeden Fall. Und die Kinder und die Eltern denken sich, bitte, jetzt in der Nacht. Bitte, Ruhe, okay? Ja, ja. Und vor allem, es konnte es ja schon. Du hast es ja schon gekonnt. Was ist für ein Rückschritt? Also sozusagen. Wo ist das Problem? Du kannst es schon, ja. Ja, genau. Ja. Was passiert beim Kind? Ja, es fühlt eine Ablehnung. Ich bin nicht willkommen. Ich muss alleine dadurch. Es hat ja einen Grund, warum das Kind aufgewacht ist und die Nähe der Eltern sucht. Meine Angst ist wieder falsch. Meine Angst ist wieder falsch. Ja. Oder auch, ich bin eine Last. Ja. Weil ich bin zu viel für meine Eltern. Tagsüber haben sie es noch gemacht, aber nachts, ich bin eine Last. Ja, sie kann es nicht tragen. Also Umgang mit der Angst, wie vorhin Umgang mit der Wut, hat das Kind hier nicht wirklich gelernt. Wie gesagt, Folge über Gefühle und Emotionen, da sprechen wir dann nochmal tiefer darüber. Wir sehen es an beiden Beispielen, was die Eltern treibt, auch im Eingangsbeispiel, es ist so dieser Antreiber der Angst, der sich schon in der Liebe irgendwie versteckt. Aber es ist nicht die pure Liebe, sondern es ist Liebe mit Anteilen von Angst durchmischt. Weil die Frage ist, wäre es die reine Liebe? Würden wir dann wirklich so handeln? Also bedroht Liebe zum Beispiel. Sagt Liebe, wenn du dein Essen nicht aufisst, dann gibt es heute nichts mehr. Sagt Liebe, beschämt sie. Du bist doch schon so groß. Du musst doch schaffen, allein zu schlafen. Du bist doch zu groß für den Schnulli. Du bist doch zu groß, um bei der Mama am Arm zu hängen. Alle diese Sachen, wo wir mit Scham und Beschämung auch arbeiten. Also ist das wirklich der Antreiber hier die reine Liebe? Oder stehen da Ängste dahinter, die wir als Eltern haben? Also ich denke, da ist auch, wir sehen da unsere eigene Ohnmacht, die Hilflosigkeit, die wir auch als Eltern haben. Auch so das, was denken andere von uns? Wie wollen wir nach außen wirken als Familie? Das geht aber alles irgendwo auf Kosten unserer Kinder. Nochmal das klarzustellen, ist es schon klar, dass eigentlich alle Eltern ihre Kinder lieben. Die Ziele, die wir erreichen wollen mit diesen Sachen, sind schon löblich. Selbstständigkeit, was wir auch schon im Podcast besprochen haben und so weiter. Die Frage ist nur, wie kommen wir zum Ziel? Also heiligt der Zweck die Mittel? Und ist alles erlaubt, nur damit sich gute Werte entwickeln? Oder wie entwickeln sich gute Werte eigentlich? Ja, das ist jetzt vielleicht auch so krass zu hören. Aber wir sind alle in einem Prozess. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir ein schlechtes Gewissen machen wollen oder so. Auch wir selber, ich bin selber immer noch im Prozess. Ich durfte einiges erkennen und aufarbeiten, aber es gibt immer noch sehr viele Dinge, die mich geprägt haben und die ich noch aufarbeiten kann. Und ich glaube, jeder findet irgendwelche unreifen Anteile in sich. Auf jeden Fall. Zum Beispiel, dass man sich abgelehnt fühlt und viele Dinge persönlich nimmt, obwohl sie gar nichts mit einem zu tun haben. Mhm. Oder ja, dass sich vielleicht alles um das eigene Ich dreht. Das, ja. Ja, ja. Dass man eben alles auf sich bezieht. Genau, man bezieht dann zum Beispiel alles auf sich. Ja, oder dass man zum Beispiel sehr launisch ist. Ne? Dass man nicht weiß, was für eine Stimmung begegne ich jetzt zum Beispiel diesen Menschen. Ja? Ja, oder ja. Dass wir selber an Erwartungen knüpfen. Also von, der muss so und so sein und dann kann ich ihn zu mir lassen. Dann kann ich ihn annehmen. Dann kann ich ihn annehmen. Das ist ja auch, wo du nicht bedingungslos liebst, sondern jemand muss erst was leisten, dass er wieder kommen kann. Ja, genau. Also ihr nennt jetzt alle so Zeichen dieser unreifen Liebe, dieser mit Angst gemischten Liebe. Und eben, ich habe auch vorhin schon in den Beispielen gesagt, neben so Scham, die sich da in die Liebe mischt, sind es auch so andere Gefühle wie, ja, ganz Sorge, aber wie du auch schon gesagt hast, vorhin Ablehnung oder aber auch Eifersucht, Panik. Also wenn die Liebe oder so, wie wir sie ausdrücken, nur auf das Verhalten schaut, dann müssen wir das nochmal hinterfragen. Also wenn es uns nur um das Äußere geht, wie verhält sich das Kind? Ja, unser Ziel ist es, hier ein Bewusstsein zu schaffen für seine eigenen Ängste, da mal dahinter zu schauen, okay, was prägt mich? Denn wenn man diese Angst nicht anschaut, nicht bearbeitet, dann wird sie unbewusst zu einem Wegweiser im Leben. Mhm.
Genau. Auf jeden Fall. Und wenn wir zum Beispiel zurückkommen, dass du am Anfang gesagt hast, mit diesem See und dem Ungeheuer und so, ne, hochgradig effektiv, weil das Kind nicht ins Wasser geht, ja, und du hast das Leben des Kindes womöglich auch gerettet mit dieser Methode, aber womit hast du es erreicht? Du hast es erreicht, indem du dem Kind wirklich Angst gemacht hast und man weiß immer nicht, was bei dem Kind wirklich ausgelöst wird. Manche Kinder entwickeln Ängste dann vor jeglichen Gewässern. Sie denken, überall sind Ungeheuer und für Kinder, vor allem in so von 0 bis 6, haben sie, Fantasie ist für sie Realität. Also es gibt dann wirklich Ungeheuer und das ist ultra einschüchternd. Und ja, da einfach zu sehen, okay, es ist eigentlich die Angst, die mich da treibt und ich arbeite mit Angst, ja, ist, glaube ich, super wertvoll, um dann den nächsten Schritt weiterzugehen, zu sagen, okay, wie kann ich denn dieses Ziel erreichen? Weil ich will, dass mein Kind sicher ist, aber wie kann ich meinem Kind Sicherheit schenken, ohne ihm Angst zu machen? Genau. Also Angst an sich lähmt ja. Ja. Wir wollen es ja nicht, dass es durch das Lähmen die Ziele erreicht werden. Und ich will es auch nochmal betonen, wir wollen hier niemandem schlechtes Gewissen einreden. Wir selber greifen auch noch oft genug zu diesen Methoden, die wir gerade alle aufgezählt haben, zu diesen Verhaltensweisen. Wir haben die teilweise auch noch. Es ist klar, das ist ein Prozess, der dauert einfach. Und ich glaube halt, der Prozess ist so wichtig für uns selber, den auch bewusst durchzugehen. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Und ich glaube auch, wenn man sich einen Podcast hier zum Beispiel anhört, hat man 100.000 Fragen. Und das ist so wichtig, sich auf diesen Prozess einzulassen und ganz ehrlich zu sich zu sein, von was treibt mich wann? Ist es die Angst vor, was andere über mich denken? Wann beschäme ich? Also was steckt wirklich hinter meinen sogenannten elterlichen, liebevollen Handlungen? Was versteckt sich dahinter noch? Und dieses Paket anzuschauen, kann erschreckend sein, kann auch sehr wehtun innerlich. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, der Weg, dass man frei wird. Frei wird, um sich bewusst für Liebe zu entscheiden. Und das ist wieder ein Lernprozess, wo man sich denkt, ja, und wie geht das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Was ist die Strategie dahinter? Ja, es ist ein Lernprozess. Ja, und vor allem, ich denke, hier ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass es kein Rezept gibt, das für jeden in jeder Situation richtig ist. Auch Kinder sind verschieden, Eltern sind verschieden. Bei meinem Sohn hat es immer geholfen, bei so Situationen, auch mit 3 Jahren schon, weil er ein sehr ängstliches Kind ist, zu sagen, hey, pass auf, das ist gefährlich, da gehst du bitte nur mit mir hin. Das hat ausgereicht. Das ist bei manchen Kindern so. Bei anderen reicht es nicht, da muss ich zu anderen Strategien greifen, aber die eben im besten Fall nicht auf Angst fußen. Und dann nicht mit Gewalt, ja. Genau. Es gibt ja verschiedene Formen von Gewalt. Früher dachte ich, es wäre halt ja etwas Körperliches oder krass Emotionales, aber es sind auch die kleinen Feinheiten, wie dass ich ein Kind beschäme oder dass ich dem Kind drohe. Mhm. Und das resultiert ja aus dem Antreiber Angst. Ja, genau. Ja, weil ich glaube, wenn wir in die Liebe kommen, dann schaffen wir etwas. In die reife Liebe. In die reife Liebe. Ja. Also das, wo wir im Bibelvers gelesen haben. Also da ist keine Angst da. Die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Und ich glaube, das ist ein mega Prozess, in den Jesus uns mit reinnehmen möchte, dass wir das selber frei werden für uns persönlich. Und wenn wir da mit reinkommen, dann ist es für uns ein Geschenk, weil Liebe heilt, weil Liebe Blutkörperchen freisetzt, Glückshormone, all das und wirklich auch zu Heilung beiträgt. Das ist wissenschaftlich nachweisbar. Ich finde das hochgradig faszinierend. Menschen, die in liebevollen Beziehungen leben, die in einer tollen Partnerschaft leben, die sind gesünder und haben eine höhere Lebenserwartung als Menschen, die einsam sind. Ja, und das ist einfach, das ist immer der Faktor der Bindung, der Liebe, dass jemand für mich da ist und darauf zuzugreifen und die Reinheit dessen immer mehr zu entdecken, finde ich total cool. Okay, aber wie unterscheidet sich denn jetzt praktisch die reife Liebe von der unreifen Liebe? Ja, ich denke, Jonita hat es schon angedeutet. Ich glaube, die gibt dem Kind das Gefühl, hey, ich glaube an das Gute in dir. Ich vertraue dir, du bist ein toller Mensch. Ja, und eben auch, dass man die Gefühle des Kindes ernst nimmt. Also wenn ein Kind immer nachts die Sicherheit braucht bei den Eltern, wenn es in die Schule beispielsweise kommt, dann braucht es Sicherheit. Dass man das wirklich einfach sagen darf, hey, ich merke, bei dir ist gerade richtig viel los. Du brauchst Sicherheit, richtig? Du brauchst Sicherheit, du brauchst ganz viel Geborgenheit. Boah, und wenn es den Eltern schwerfällt, weil sie sagen, ich kann nicht schlafen, wenn du mit mir im Bett bist. Vielleicht gibt es eine andere Lösung. Vielleicht gibt es eine Matratze neben dem Bett. Mhm. Also irgendwas, was dem Kind diese Sicherheit schenkt und nicht, du bist groß genug, du schaffst das. Ich brauche jetzt meinen Schlaf. Also dass wir Lösungen finden, sowohl für mich als auch für das Kind. Ich bin ja auch wichtig als Mama, ne? Oder
Als Papa. Als Papa, du, der du zuhörst, ja. Also wir haben ja alle unsere Bedürfnisse und wir dürfen unsere Grenzen artikulieren. Und gleichzeitig dürfen wir das bei unseren Kindern wirklich wahrnehmen und ernst nehmen. Mhm. Das ist nichts Manipulatives, die wollen uns das Leben nicht schwer machen. Da ist eine Not. Ja. Und diese Not gilt es zu sehen. Genau, und die Lösungen sind dann individuell. Die können wir nicht vorgeben. Was für euch passt, für euer Kind, für euch als Familie, genau. Aber dieses Feingefühl für dieses Gespür zu bekommen, das kann man lernen, das habe ich wiederentdeckt in mir. Jeder von uns hat das Potenzial in uns und wir können es auch wiederfinden und wieder aktivieren. Ja, ich denke, es ist viel verloren gegangen, dadurch, wie wir geprägt wurden, wie mit uns umgegangen wurde, als wir wütend waren oder ängstlich waren. Ja, das ist tiefer graben, aber dieses Feingefühl zu bekommen, das Gespür, was braucht jetzt das Kind oder wie könnte es sich jetzt fühlen, das kann schon sehr viel verändern. Mhm. Ja, und ich denke, diese Liebe, diese reife Liebe, von der wir gerade sprechen, das ist ja die Agape-Liebe Gottes. Und ich meine, die können wir uns in der Bibel anschauen. Wie ist die Agape-Liebe Gottes? Die ist treu, die vergibt, die ist integer, ja, also alle diese Sachen, die ist selbstlos, sie achtet den anderen. Und natürlich ist es schwierig, dass wir das aus uns selbst heraus, können wir das nicht produzieren. Da brauchen wir wieder Gott an unserer Seite, der uns damit füllt, dass wir es weitergeben können. Und wenn wir völlig überlastet und fertig und gestresst sind, ja, dann klar, dann ist es auch schwierig. Dann lädt Gott uns zur Ruhe ein. Ja. Er möchte uns damit füllen, unser leeres Gefäß wieder komplett auffüllen und überfließen lassen. Und da sehen wir wieder, dass es Priorität hat, nicht unbedingt auf die Kinder und die Kindererziehung zu schauen, sondern erstmal wieder auf uns zu schauen. Wie geht's uns? Wie sind wir drauf? Was ist bei uns los? Und von dem raus dann wieder auf die Kinder zu kommen. Ja, ich möchte gerne ein paar Sätze vorlesen, die ich so wichtig finde, im Zusammenhang mit diesen Eigenschaften der Liebe Gottes, die für mich so wichtig geworden sind. Also wenn Gott an mich glaubt, dann heißt das eigentlich, dass er sagt, ich glaube an das Gute in dir und unterstütze dich. Mhm. Wenn Gott sagt, er verändert mich, dann sagt er, ich schenke dir die Empathie, damit du dich selbst verstehen lernst und Empathie entwickelst. Wenn Gott sagt, Liebe ist selbstlos, dann will er auch sagen, ich zeige dir durch mein Zurücknehmen, wie du es selbst lernen kannst. Liebe achtet. Sie sagt, ich stehe für deine Grenzen ein, auch wenn es einen Konflikt bedeutet. Die Liebe vergibt. Sie sagt, Fehler sind okay, wir lernen alle daraus. Die Liebe ist treu. Sie sagt, egal was passiert, ich stehe hinter dir und gebe dir die Unterstützung, die du brauchst. Die Liebe ist integer. Sie sagt, du darfst auf dein Bauchgefühl hören und ich nehme deine Einwände ernst. Und ich finde, wenn man so miteinander umgeht, das ist so krass, weil es ein mega Lernprozess ist für einen selber letztendlich. Ja? Was ich gelernt habe, allein durch meine Kinder, wo ich gemerkt habe, an manchen Stellen, wo ich gesagt habe, okay, Empathie, also Liebe verändert. Ich schenke dir Empathie, damit du dich selbst verstehen lernst. Ich habe meinem Kind Empathie geschenkt, wenn mein Kind extrem wütend war. Und gerade am Anfang war das für mich so, das waren für mich die Herzensmomente, weil als mein Kind dann zur Ruhe kam, als durch diese Wut begleitet wurde, hat mein Kind sich auf meinen Schoß gesetzt, mir in die Augen geschaut und gesagt, danke Mama, du hast mir geholfen, du hast mir Orientierung gegeben, wie ich durch diesen Gefühlssturm hindurchkomme. Und in diesem Moment hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, Juni, das will ich für dich sein. Ich will dir auch diese Empathie schenken. Drück, hör auf, deine Wut wegzudrücken. Ich bin für dich da. Und deswegen sage ich, Kinder sind ein mega Geschenk, um all das auch von Gott erfahren zu lernen. Genau. Ja, und wie wir sehen, wie wir heute gehört haben, es ist ein Prozess. Aber wir müssen zum Schluss kommen. Daher nochmal eine Zusammenfassung. Also unsere Erfahrung, die wir mit Liebe gemacht haben, wird sich auch am Umgang mit unseren Kindern zeigen. Und es wird sich zeigen, sind wir von Angst getrieben, die sich unter dem Deckmantel der Liebe tarnt, oder wirklich von echter, gewaltfreier, bedingungsloser Liebe. Und unser Gottesbild wird sich dabei zeigen im Umgang mit unseren Kindern. Gott ist kein Tyrann, er zwingt uns zu nichts, er lädt uns ein zu sich, er formt behutsam und das dürfen wir auch. Und wie ein Zitat noch von einem unserer Lieblingstheologen, Ty Gibson, der sagt, allein die Liebe ist würdig, die Welt zu regieren. Und das ist so ein cooler Satz, oder? Mega. Mega. Nächste Folge geht's weiter mit dem Thema Hirnreife. Was kann ich von meinem Kind erwarten? Und das ist auch mega spannend, gerade auch nochmal auf unser Anfangsbeispiel mit dem Teich und so bezogen. Also schaltet da auf jeden Fall wieder rein, weil wir
oft viel zu früh, viel zu viel von unseren Kindern erwarten, was sie leisten können. Genau. Das war eine Folge von Inbindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich mit uns heute wieder auf den Weg gemacht hast und wir freuen uns schon aufs nächste Mal mit dir. Bis dahin, ciao.